Liebe Zuschauer, beim DAX scheint jetzt zu Beginn der neuen Handelswoche nicht so wahnsinnig viel los zu sein. Schauen wir uns mal das charttechnische Bild genauer an und auch noch auf ein paar spannende Einzelwerte. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Salah Boumidi von IG, genauer gesagt der Head of Markets bei IG. Salah, schön, dass du wieder da bist. Schauen wir doch direkt mal auf den DAX. Müssen wir uns jetzt quasi gerade so ein bisschen Sorgen machen, weil er jetzt zu Beginn der Woche erstmal so ein bisschen auf der Stelle tritt? Oder wie sieht es ansonsten aus? Leichtes Rosenmontag-Plüsschen, würde ich sagen, ja, was wir gerade sehen. In China kam heute Nacht auch die chinesische Zentralbank hat die Zinsen unverändert gelassen. Es gibt so ein bisschen einen Hauch an Wiederhoffnung. Die US-Börsen sind heute zu, das heißt weniger Handel. Aber wir sehen es, die 15.500-Punkte-Marke scheint ein großer Widerstand zu sein. Wir sind jetzt mehrmals kläglich daran gescheitert. Die Hoffnungsrallye nimmt leichte Risse gerade an und das könnte im weiteren Verlauf der Fall sein, wenn wir die 15.500 Punkte jetzt nicht nachhaltig durchbrechen. Ein leichtes Rosenmontagsplüsschen. Das ist jetzt auch was Neues für meinen aktiven Sprachschatz. Ich habe ja letztes Mal schon quasi angeteasert, ja, dass wir uns auch mal die Boumidi-Bänder anschauen. Mein erster Blick auf diese Grafik war allerdings so, okay, wo sind die Bänder? Kannst du mal ein bisschen erklären, was hat es jetzt mit den Boumidi-Bändern auf sich? Ja, also wir sehen jetzt hier eine Datenflut und man würde meinen, vor lauter Zahlen hier nicht mehr den Ausgang des Waldes zu sehen. Aber die Bänder bestimmen sich durch die obere und untere Bandbreite, die auf Basis einer impliziten Wohler, also ich nehme die implizite Wohler mit ein. Und dadurch können wir eine bestimmte Bandbreite für einen Tag, für weitere Folgetage, Wochen sogar uns anschauen. Ich sage, mit diesen Bändern erkennen wir unsichtbare Widerstände und Unterstützung, die wir aus dem Optionsmarkt ziehen. Und wir sehen ganz schön, dass diese 15.800-Punkte-Marke durchaus auch, wenn wir die 15.500 durchbrechen, eigentlich als nächste Zielmarke gesehen werden kann. Hier sind viele Absicherungspositionen von Optionshändlern und an der Unterseite sehen wir auch, wenn wir die 15.3 an der Unterseite jetzt auf Tagesbasis oder gar später in diesem Monat die 14.8 nach unten hin preisgeben würden, würde das deutliches Bestätigungssignal für den Abwärtstrend bedeuten. Was bedeuten jetzt die 68 und die 95% hier? Genau, das ist die erste und zweite Standardabweichung. Ich gehe mit 68% aus, dass zum Beispiel der DAX heute in dieser Bandbreite für einen Tag schließen wird. Und ich gehe sogar weiter mit einer zweifachen Standardabweichung. Also 95% der Datenreihen bewerten sich heute in diesem Bereich 15.700 und 15.100 bewegen. Klar ist die Bandbreite bei einer zweifachen Standardabweichung viel größer. Das kann man auch visualisieren, denn ich als Trader nutze das dann gerne auch im Chart. Ein Bild sagt mehr als 1000 Zahlen oder Worte und das werde ich im weiteren Verlauf auch noch mal zeigen. Dann werden wir uns das mal auch charttechnisch anschauen, wie wir diese unsichtbaren Widerstände und Unterstützungen auch im Handel nutzen können. Okay, also das ist jetzt quasi so die Datenflut hinter den Boumidi-Bändern. Genau. Du machst aber noch ein bisschen spannend, bis du uns die Bänder dann wirklich mal mitnimmst. Absolut. Okay, ein bisschen Spannung muss man ja auch halten. Jetzt schauen wir uns mal ganz klassisch wieder den S&P 500 an. Gerne ja der Vergleich Markt bei uns, Markt in den USA. Wie sieht es da gerade aus? Auch ähnlich, wir scheitern wirklich förmlich an dieser 4180er Marke. Letzte Woche Inflationsdaten rausgekommen in den USA. Ja, doch nicht so zurückgegangen, wie man gedacht hat. Dann am Donnerstag die Erzeugerpreise, die wirklich ja, überraschend stark ausgefallen sind. Das heißt, das mit der Inflation ist noch nicht geritzt. Ölpreise sind seit Anfang des Jahres über 10% schon gestiegen. Man mag zu bezweifeln, ob die Kerninflation wirklich so rasch runtergeht, wie man das hofft. Und das würde auch bedeuten, dass die Hoffnungsrallye zu Ende geht, wenn die Zinsen weiter restriktiv und aggressiv anziehen. Und das sehen wir auch im Chartbild. Die Marktteilnehmer warten hier auch zum Beispiel auf die FOMC-Protokolle in dieser Woche. Und wenn wir doch einen aggressiven Schritt sehen oder herauskristallisieren können, kann es ganz schnell auch unter die 4000 Punkte gehen. Also weiterhin die Fed, das Buch mit 7 Siegeln, wenigstens bei den Protokollen versucht man dann die Siegel so ein bisschen zu entschlüsseln. Du hast uns jetzt den Commerzbank-Chart mitgebracht. Commerzbank, es ist ja jetzt entschieden, zieht wieder ein in den DAX. Nächsten Montag ist es dann wieder soweit. Ich gebe zu, ich habe damals eine Weile gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr im DAX sind. Jetzt sind sie es ja bald wieder. Was sagt das Chartbild gerade aus? Wir sehen, der Aufstieg ist schon teilweise gelungen. Wir sehen auch einen schönen Erholungsbewegung schon in den letzten Wochen und Monaten. Zinsen sind ein Segen für Banken, ein Fluch für Technologiewerte und das sehen wir aktuell auch im Chart. Erstes Kursziel wurde schon erreicht, das ist auch ein fundamentales Kursziel. Ich gehe sogar noch weiter, dass wir ein zweites Kursziel bei 13,8 sogar erreichen können, wenn dieser Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Die Charttechnik zeigt das und fundamentale Ausgangslage, wenn die Zinsen weiter steigen, wird das die Commerzbank einfach bestätigen. So, einen Einzelwert hast du uns auch noch mitgebracht im Chart, die ASML Holding.
Das sieht ja hier recht gut aus. Wovon profitieren die gerade? Ja, wir sehen diesen KI-Hype, künstliche Intelligenz, Stichwort ChatGPT und alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat oder Daten bedeutet. Wir brauchen Halbleiter und Lithografiesysteme werden von ASML als Monopolist hergestellt. An die kommen wir nicht vorbei und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir diesen Aufwärtstrend auch weiter bei den Monopolisten in Zukunft sehen können. Wenn wir einen Ausbruch aus diesem bullischen Rechteck erkennen, dann könnten wir sogar weitere Kursziele an der Oberseite von 684 Euro sehen. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir das durchaus schaffen, wenn wir die 600er Marke erhalten. Also auf jeden Fall ein spannender Chart und ich spüre deinen Optimismus. Und beim nächsten Mal bringst du mir bitte auch noch die Bumidi-Bänder dann für die mehrere Charts mit. Auf jeden Fall, die werden wir uns visualisieren dann. Ein Traum. Salah, vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick. Was ist gerade los, charttechnisch so am Gesamtmarkt? Aber natürlich auch wieder der Blick auf zwei spannende Einzelcharts. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.